Hallo liebe Freunde, und mal ganz kurz zwischendurch außer der Reihe. Willkommen im Winterwunderland der nordhessischen Mittelgebirge. Heute Nacht hat es geschneit ohne Ende. Ich war stundenlang dran, diesen Hof jetzt wieder befahrbar zu machen, weil hier ging echt überhaupt gar nichts mehr. Mein Rücken tut weh und meine Arme auch. Ich habe ordentlich Muskelkater. Der Hof ist wieder befahrbar, aber es fängt schon wieder an zu schneien. In der Seele weh, aber das Eis panzert sich schon wieder so dick an unserem Wasserrad auf. Es soll jetzt minus 14 Grad geben, das heißt, jetzt haben wir gerade mal minus 9 und soll sogar noch weiter runter gehen bis minus 20. Das Ganze soll jetzt 2 Wochen lang anhalten, das heißt, bevor das Rad komplett mit Eis zugepanzert ist, schalten wir es jetzt ab. Also Leute, Strom ist aus, deswegen macht euch den Ofen an. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht auch noch mal am Brennholz weitermache jetzt die Tage. Schauen wir mal. Ist bei dem Wetter halt auch nicht so ganz einfach. Mittwoch seht ihr noch mal einen Beitrag zum Thema Schmelzwasser. Das war letzte Woche, da sah die Welt noch ganz anders aus. Samstag versuche ich noch mal einen Beitrag hier bezüglich der Renovierung vom Haupthaus zu machen. Mal gucken, wie weit das geht. Ist natürlich bei minus 14 Grad oder minus 18 Grad, was es so geben soll, alles nicht so ganz einfach. Ich bin auf jeden Fall mit irgendeinem Thema wieder dabei, deswegen schaltet ein. Ihr wisst ja, hier gibt es immer Schnee zu räumen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.